Herr Baumann, wir müssen uns jetzt beeilen, die Verhandlung fängt in wenigen Minuten an. Ja, ist ja gut. Hallo Kevin, wie geht's dir denn? Ist alles in Ordnung? Ja, geht's. Mach dir keine Sorgen, das wird schon alles gut gehen. Ich weiß doch ganz genau, dass du nicht bei uns eingebrochen bist. Und dein Anwalt ist super, der wird das Kind schon schaukeln. Danke, dass du wenigstens an mich glaubst. Mama. Mama, glaubst du wirklich, dass ich das gemacht habe? Wundert dich das? Ich bin noch nicht bei euch eingebrochen, hab noch einen niedergeschlagen. Hallo, wer bin ich denn? Doch, genau das glaube ich. Das wäre ja schließlich nicht das erste Mal, dass du deine eigene Familie bestiehlst und im Stich lässt. Was war denn damals vor 3 Jahren, als du einfach abgehauen bist? Ja, ich weiß, aber... Nächstes Jahr aber! Du bist und bleibst ein Egoist und du wirst es immer bleiben. Hier geht's gar nicht um uns. Wir müssen jetzt, sonst kommen wir zu spät. Wie kannst du nur so sein? Du könntest dich doch einfach mal freuen, dass unser Junge wieder da ist. Ach, der ist doch nur zurückgekommen, weil er wieder Geld braucht. Dem geht's doch gar nicht wirklich um uns. Er hat sich geändert, ganz sicher. Ich für meinen Teil bin jedenfalls fest davon überzeugt, dass er unschuldig ist. Und das solltest du als Mutter auch. Nein, das glaube ich nicht. Und du wirst schon sehen, dass du dich gewaltig getäuscht hast. Kevin Baumann, geboren 13. Januar 1984 in Herne, wohnhaft in Wanne-Eickel, ledig ohne Beschäftigung, seit dem 22. Juni 2007 in Untersuchungshaft in der JVA Bochum. Der Angeklagte schlich sich in der Nacht zum 21.06.2007 gegen 2.30 Uhr in die Kartbahnanlage Go-Kart Racing seines Vaters in Wanne-Eickel und entwendete aus dem Safe im Büro, dessen Nummernkombination er kannte, 1.200 Euro. Als er das Geld gerade in seine Jackentasche gesteckt hatte, bemerkte er, dass sich die Angestellte Tamara Zenk auch in der Anlage befand. Der Angeklagte versteckte sich mit einem Pokal bewaffnet hinter der Bürotür. Als Tamara Zenk das Büro betrat, zog er ihr den Pokal von hinten über den Kopf, woraufhin sie bewusstlos zusammenbrach. Tamara Zenk erlitt eine Rissquetschwunde am Hinterkopf sowie ein Schädelhirntrauma. Der Angeklagte fesselte sein Opfer anschließend mit Klebeband an Händen und Beinen und setzte der jungen Frau einen Motorradhelm auf. Dadurch wollte er verhindern, dass Tamara Zenk die Polizei rief, sobald sie aufwachte. Anschließend flüchtete er mit dem Geld. Der Angeklagte wird somit des schweren räuberischen Diebstahls in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, in Tatmehrheit mit Freiheitsberaubung beschuldigt, strafbar gemäß § 223. Herr Baumann, die Anklage haben Sie gehört. Wollen Sie sich hierzu äußern? Ja, klar will ich mich dazu äußern. Ich räume noch nicht meiner Familie einen Tresor aus. Jetzt tun Sie mal nicht so, als wäre das alles völlig aus der Luft gegriffen. Vor 3 Jahren haben Sie doch schon mal Ihre Eltern bestohlen. Und zwar um 7.000 Euro. Damals hatte Ihr Vater das Geld bereitgelegt, um davon neue Karts zu kaufen. Sie hatten nur das Glück, dass Ihre Eltern so gutmütig waren, Sie damals nicht anzuzeigen. Ja, und das war vor 3 Jahren und es tut mir leid. Und ich habe den Fehler eingesehen und ihn bereut. Vor 3 Jahren sind Sie von zu Hause abgehauen, richtig? Und ja. Dafür brauchen Sie 7.000 Euro. Ja, ich war halt auf einem totalen Ego-Trip. Ich hatte mein Abi in der Tasche und ich wollte was erleben. Ich musste raus aus dem Elternhaus und dann habe ich nicht lange nachgedacht und mir die 7.000 Euro genommen und bin nach Australien. Das war im Mai 2004, stimmt's? Ja, damals war die Stimmung bei uns zu Hause nicht so toll. Die Kartbahn lief nicht so gut und deswegen musste ich da einfach raus. Ich brauchte eine Auszeit. Ja, ist ja klar. Da machen Sie sich lieber mit dem letzten Geld Ihrer Eltern aus dem Staub, ja? Und statt dass Sie Ihre Familie unterstützen bei Ihren Problemen. Es tut mir leid. Ich habe es eben schon mal gesagt, aber mehr kann ich dazu nicht mehr sagen. Ja, und nicht nur, dass Sie in einer Nacht- und Nebelaktion abgehauen sind, ohne irgendjemandem Bescheid zu geben. Sie haben sich 3 Jahre, 3 ganze Jahre, kein einziges Mal bei Ihrer Familie gemeldet. Ja, richtig. Und das war ein Fehler. Und ich bereue ihn zutiefst. Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass du mit so einer läppischen Entschuldigung bei mir durchkommst. Aber Mama, es tut mir leid. Sie sind offensichtlich die Mutter von Herrn Baumann. Ja. Stellen Sie mal vor, 3 Jahre lang wissen die nicht, wo sie sind, ob sie überhaupt noch im Leben sind. Hm? Haben Sie nie Gedanken darüber gemacht? Nee, und ich weiß, dass es scheiße war. Und ich hab nicht drüber nachgedacht. Seit wann sind Sie wieder da? Am 12. Juni diesen Jahres. Also ungefähr 10 Tage, vor dann dieser Überfall stattgefunden hat. Ja. Und warum sind Sie wieder zurückgekommen? Ja, weil ich wieder zu meiner Family wollte. Ich hatte keinen Bock mehr auf das Rumtingeln in Australien. Ich wollte mal einen festen Wohnsitz und einen festen Job haben. Ach kommen Sie, jetzt hören Sie doch auf. Ich weiß ganz genau, weshalb Sie nach Deutschland zu Ihrer Familie zurückgekommen sind. Weil Ihnen das Geld ausgegangen ist, um weiter Ihre Tour durch die große, weite Welt fortsetzen zu können. Das stimmt nicht. Das Ach ist, natürlich, das ist und deshalb nicht sind Sie wahr. Auch Nein. in die Kartbahn eingedrungen und haben auch das Geld aus dem Safe geklaut. Das ist so nicht richtig. Das stimmt überhaupt nicht. Wieso soll ich denn meinen Eltern das Geld aus dem Safe klauen, wenn mein Vater mir anbietet, dass ich da arbeiten soll? Genau, weil mein Mandant so einen gravierenden Fehler früher gemacht hat und daraus gelernt hat, ist es doch absurd anzunehmen, dass er genau das Gleiche wieder tun würde. Ja, danke schön, genau. Und
Und außerdem wäre mein Mandant doch nicht so dumm, selbst wenn er den Überfall gemacht hätte. Er wäre doch nicht so dumm und wäre dann noch eine Nacht in Deutschland geblieben. Dann wäre er doch gleich mit der Beute abgehauen. Wissen Sie, was ich glaube, Herr Vorländer? Dass genau das zu seinem Plan gehörte. Was denn für ein Plan? Es gibt keinen Plan. Soweit ich weiß, gibt es ja diesen Sebastian, der sich in meine Familie eingeschlichen hat. Und meiner Meinung nach Sebastian Pönig? Ja. Das ist ja der kaufmännische Leiter der Kartbahn Ihres Vaters und der Freund Ihrer Schwester. Ja, und dazu noch ein Idiot und Kleinkrimineller. Und warum sollte er das tun? Ja, weil er Angst hat, dass ich ihm den Job da wegnehme. Und deswegen will er mir das jetzt hier in die Schuhe schieben. Ja. Er will doch sich diese Kartbahn da unter den Nagel reißen. Und hat jetzt Angst, dass Sie die älteren Rechte haben und ihn verdrängen könnten. Und wie viel kriminelle Energie in diesem Sebastian Prillig steckt, Herr Vorsitzender? Das zeigt sich doch daran, dass er Tamara Zenk, das Opfer, auf das Schäbigste erpresst hat. Und da können wir noch später davon reden. Jetzt reden wir erst mal von dieser Tatnacht. 21. Juni, wo waren Sie da in der Nacht, so gegen 2:30 Uhr? Ich war mit Wolfgang, meinem Kumpel hier aus Australien, waren wir in der Jugendherberge und haben da ein bisschen Sangria getrunken. Um die Zeit noch? Ja, Gott, wir waren halt da, weil meine Mutter nicht wollte, dass wir bei ihr zu Hause übernachten. Und deswegen sind wir halt in die Jugendherberge. Ja. Du kannst doch nicht von mir erwarten, dass ich dich nach 3 Jahren mit offenen Armen wieder aufnehme, nach all dem, was du mir angetan hast. Mhm. Frau Baumann, ich kann verstehen, dass sie das nicht kalt lässt. Mich würde es auch nicht kalt lassen, als Eltern. Aber sie sind nicht dazu da, um von da hinten immer was reinzureden, ja? Ja, entschuldigen Sie bitte, aber Sie können nicht verstehen. Ich habe so lange gelitten. 3 Jahre lang habe ich von meinem Sohn nichts gehört. Ich habe schon gedacht, er ist tot. Verstehen Sie, tot. Und dann habe ich meinen Kummer nach der ganzen Zeit irgendwie wieder verarbeiten können und konnte an meinem Leben wieder teilhaben. Und was passiert? Da steht mein Herr Sohn wieder vor der Tür und bringt alles wieder durcheinander. Ich glaube gern, dass Sie da Kummer hatten, aber wenn Sie dazwischen reden, machen Sie mir Kummer. Mein Mandant hat doch schon mehrmals gesagt, das möchte ich noch mal an Ihre Adresse richten. Ich habe doch viele Gespräche mit ihm geführt. Es tut ihm wirklich leid. Er hätte Ihnen doch niemals noch mal Geld geklaut und Ihnen das noch mal angetan. Das ist das, was er zum Ausdruck bringen möchte. Und das sei auch noch mal von meiner Seite an Sie gesagt. Ob es die Wahrheit ist, allerdings ist die andere Frage. Hat noch jemand Fragen an den Angeklagten? Keine weiteren Fragen. Hören wir doch als erstes mal das Opfer Tamara Zenk bitte schön an. Sie nehmen bei Ihrem Verteidiger Platz und wir treten die Hörer. Frau Zenk, Platz. Zuallererst muss ich Sie mal belehren, dass Sie als Zeugin vor Gericht natürlich die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Und rein vorsorglich belehre ich Sie auch mal, § 55 Strafprozessordnung, niemand muss sich hier vor Gericht selbst belasten. Ja. Sie heißen Tamara Zenk, 24 Jahre alt, Sie wohnen in Wanne-Eickel, Sie sind ledig, Kfz-Mechanikerin in der Kartbahn Go-Kart Racing. Nein, da arbeite ich jetzt nicht mehr. Ich bin mittlerweile in der Autowerkstatt untergekommen. Verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten? Nein. Sind Sie nicht. Dem Angeklagten wird ja vorgeworfen, Sie am 21. Juli morgens um 2.30 Uhr in der Kartbahn Go-Kart Racing mit diesem Pokal hier niedergeschlagen zu haben und Sie dann noch gefesselt zu haben. Ja? Richtig. Was haben Sie eigentlich mitten in der Nacht um die Uhrzeit da in dieser Kartbahn gemacht? Naja, ich war da, um Motorenteile und Werkzeug aus der Kartbahn zu klauen. Aber das war nicht meine Idee. Ich wurde dazu gezwungen. Ich hatte keine andere Wahl. Was heißt, Sie wurden gezwungen? Wer hat Sie gezwungen? Sebastian. Der Herr Böllig ist doch der kaufmännische Leiter. Ja, richtig. Genau der. Der hat mich dazu gezwungen, ihm einmal im Monat mindestens Teile aus der Kartbahn zu klauen. Und ja, die Sachen hat er dann für gutes Geld auf dem Schwarzmarkt verhökert. Und warum haben Sie sich auf sowas eingelassen und sind nicht zu Ihrem Chef, dem Eduard Baumann, gegangen? Na, ganz einfach. Ich hatte Angst um meinen Job. Sie müssen wissen, ich habe eine kleine Tochter. Ich bin alleinerziehend. Und irgendwie muss ich das Kind ja ernähren. Ich habe mich damals auch gleich um was Neues bemüht. Aber solange wie ich noch nichts Festes hatte, da blieb mir einfach nichts anderes übrig, als zu machen, was Sebastian von mir verlangt. Na, er bringt dazu, entschuldige Mütter, hier zur Diebin zu werden. Also das Ermittlungsverfahren gegen Frau Zenk und Herrn Prillig läuft ja immer noch. Ja? Und ob das, was Frau Zenk uns hier gerade auftischt, auch wirklich die Wahrheit ist, das wird sich noch rausstellen. Ich wurde zu dieser ganzen Sache von ihm gezwungen. Gut, aber da hat die Frau Staatsanwältin natürlich recht. Das wird letzten Endes in einem eigenen Verfahren, in Ihrem Strafverfahren geklärt werden. Ja? Jetzt kommen wir mal zu der angeklagten Tat zurück und zu der Tatnacht. Es war die Nacht zum 21. Juni. 2.30 Uhr, was ist da passiert genau? Ja, also ich bin in dieser Nacht mit meinem Motorrad zur Werkstatt gefahren, um die Sachen zu besorgen, die Sebastian mir aufgetragen hat. Ja, und als ich so gegen 14:45 ungefähr an der Werkstatt ankam, da habe ich Kevins Fahrrad vor der Werkstatt stehen sehen. Ja, demnach ist der Angeklagte mit dem Fahrrad zur Kartbahn gefahren, um da den Safe auszuräumen. Nee, das Fahrrad, das stand schon am Nachmittag da, so ab 4 Uhr. Wissen Sie denn, ob das Fahrrad schon länger da stand? Nee, keine Ahnung, das kann ich nicht sagen. Okay, so oder so.
Sie sind jedenfalls rein in die Karte. Ja, klar. Ja. Es brannte kein Licht, es sah alles wie immer aus und auch in der Werkstatt ist mir nichts Besonderes aufgefallen. Vielleicht, wir haben ja extra hier so ein Grundriss der ganzen Kartbahn hier hängen. Vielleicht zeigen Sie es doch heute mal anhand dieses Grundrisses. Ja, klar, gerne. Wann Sie da wohin gegangen sind. Also, hier vorne im Werkstattbereich habe ich mich aufgehalten und das ganze Zeug zusammengepackt, was ich klauen sollte. Ja, als ich dann ein Geräusch gehört habe, bin ich hier rüber auf die Kartbahn. Und, naja, habe dann gerufen, ob da jemand ist. Und bin dann Richtung Büro. Sie haben gerufen, sagen Sie. Wieso haben Sie da auf sich aufmerksam gemacht? Sie waren doch dort eigentlich, um was zu stehlen. Ja, ich habe gedacht, es sei Sebastian, der nachgekommen ist, weil er bei seiner Bestellung noch eine Kleinigkeit vergessen hat. Nur deshalb habe ich auch gerufen. Ich habe keine Antwort bekommen und, naja. Warum sind Sie da nicht gegangen? Wenn Sie keine Antwort bekommen, können Sie davon ausgehen, dass es nicht der Sebastian ist, oder? Ja, aber ich habe dann gesehen, dass plötzlich die Bürotür offen war. Und deshalb bin ich dann da hingerannt, um nachzuschauen, was da los ist. Und was haben Sie da im Büro gesehen? Als ich ins Büro reingekommen bin, habe ich gesehen, dass der Safe offen war. Und ja, in dem Moment, wo ich mich rumdrehen wollte, hat mich jemand von hinten mit einem Gegenstand ausgenockt. Gut, nehmen Sie doch bitte wieder Platz. Ich habe hier auch das ärztliche Gutachten. Also Sie haben offensichtlich aufgrund dieses Schlages ein Schädel-Hirntrauma erlitten, richtig, das zu einer ca. 15-minütigen Bewusstlosigkeit führte, sowie eine 4 cm große Riss- und Quetschwunde links am Hinterkopf. Und die hat mit 6 Stichen offensichtlich genäht werden, genau, müssen. Ja. Vielleicht schauen wir uns bei der Gelegenheit mal dass die Videos der Überwachungskameras von der Kartbahn an. Da gibt es ja eine, die auf die Kartbahn gerichtet ist und eine, die auf das Büro gerichtet ist. Und vielleicht kommentieren Sie es gerade mal. Es geht der Beschluss, wird in Augenschein genommen. Okay. Also links ist die Kartbahn, rechts, genau, ist das Büro, oder? Richtig, ja. Ja, kann man ja schon gerade sehen. Da läuft jemand. Richtig, genau. Derjenige kommt jetzt ins Büro. Ist da der Safe in der Ecke? Ja, richtig, ganz genau. Kann man ja auch sehr gut erkennen, was er da gerade macht. Ja, da sieht man mich. In dem Moment habe ich das Geräusch gehört und dann gerufen nach Sebastian. Hab dann keine Antwort bekommen und bin Richtung Büro, wo ich dann auch schon sehen konnte, dass die Tür offen stand. Ja, genau, ab dem Schlag weiß ich nichts mehr. Ja. Da ist es dann dunkel geworden und als ich wach geworden bin, hatte ich Klebeband an meinen Fuß- und Handgelenken und meinen Helm auf. Ja, meines Erachtens kann man auch ganz eindeutig erkennen, dass es sich hierbei um den Angeklagten handelt. Sagen Sie mal, haben Sie einen Röntgenblick, Frau Staatsanwältin? Ja. Man erkennt allenfalls so ein bisschen die Kleidung der Person, mehr aber auch nicht. Ja, immerhin. Ja, aber der Typ da auf dem Video, der weiß ja ganz genau, wohin er geht. Der weiß, wo der Schlüssel ist, der weiß, wo der Safe ist, der weiß, wo das Klebeband ist. Das trifft da alles auf Sebastian. Und wissen Sie das nicht? So, jetzt geht der Täter da aus dem Büro offensichtlich gerade raus. Und rennt da über die Kartbahn wieder. Ja, das ist von der Nacht her eigentlich soweit alles. Und dann sind Sie aber erst am Morgen, kurz nach 8, gefunden worden, ja? Ja, genau. Da kam dann Regina, die Schwester von Kevin, und hat mich befreit. Aber die Stunden bis dahin, das war die reinste Hölle, kann ich Ihnen sagen. Konnten Sie eigentlich erkennen, wer Sie da angegriffen hat in der Nacht? Nein, also ich habe im Augenwinkel einen maskierten Mann erkennen können, aber ich habe keine Ahnung, ob das Kevin war. Ja, hat er was zu Ihnen gesagt, der Täter? Nein, hat er nicht. Dann kann es also durchaus sein, dass es Sebastian Prillig war, oder? Das kann schon sein. Wie gesagt, ich habe den Typen nicht erkannt. Ich bin mir jedenfalls ganz sicher, dass es dieser Herr Prillig war. Der hat sich doch absichtlich so gekleidet, dass man ihn für meinen Mandanten halten würde, wenn man das Videoband sich anschaut. Also, Herr Baumann, fangen wir es doch noch mal anders an. Das ist doch Ihre Kapuzenjacke, oder? Sehen Sie sich an. Ja, schaut so aus. Ist doch Ihre, oder? Und das ist genau die Kapuzenjacke, die wir auf dem Video gerade gesehen haben. Dann hat sich Sebastian halt auch so eine gekauft, um genauso auszusehen. Das ist ja eine ganz reizende Theorie, die nehme ich Ihnen nur nicht ab. Ich bin davon überzeugt, dass Sie der Täter waren. Dankeschön. Bitte. Ich glaub's nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es Kevin war. Der wäre nie so brutal. Ich meine, wir kennen uns ja schon von früher ziemlich lange. Ich glaube das nicht. Ich fasse mal zusammen, Frau Staatsanwältin. Diese Person auf dem Video, die wir da gerade gesehen haben, die hatte einen Schlüssel. Die kannte die Safe-Kombination und sie wusste, wo das Klebeband ist. Das alles trifft auf wen zu? Auf Sebastian Prillig. Es trifft aber auch genauso gut auf Ihren Mandanten zu, ja? Und Herr Prillig wäre ja wohl nicht so blöd gewesen, ausgerechnet in der Nacht in die Kartbahn einzudringen, wo er Frau Zenk zum Stehlen hingeschickt hat. Das wäre doch völlig absurd. Moment, also wenn die Geschichte stimmt. Sebastian konnte aber gar nicht wissen, dass ich in der Nacht auf der Kartbahn bin. Warum denn nicht?
Naja, weil ich normalerweise immer mittwochs losziehe, um die aufgetragenen Sachen zu besorgen. Aber am 20. war meine Kleine so krank, dass ich sie nicht bei meiner Mitbewohnerin lassen konnte, die normalerweise auf Sarah aufpasst. Naja, und dann bin ich einfach nachts später losgezogen. Gibt's noch Fragen an die Frau Zenk? Keine Fragen, danke. Sebastian Willig, bitteschön, dann bleiben Sie unvereidigt, dürfen bitte hinten Platz. Herr Pöllig, guten Tag, ich habe den Platz. Herr Pöllig, zunächst die Belehrung. Sie wissen, dass Sie als Zeuge vor Gericht die Wahrheit sagen müssen, mit einer Falschaussage würden Sie strafbar machen. Sie heißen Sebastian Pöllig, 28 Jahre alt, Sie wohnen in Wanne-Eickel, Sie sind ledig, Sie sind kaufmännischer Leiter der Kartbahn und Go-Kart Racing. Ja, seit knapp 3 Jahren. Und verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten sind Sie nicht. Nein. Vorsorglich belehre ich jetzt auch Sie, dass Sie auf Fragen nicht antworten müssen, wenn Sie sich selbst belasten könnten mit einer wahrheitsgemäßen Antwort. Sie wissen ja, der Angeklagte wird beschuldigt, Geld aus dem Safe in der Kartbahn geholt zu haben und dabei die Frau Zenk niedergeschlagen zu haben. Woher kennen Sie denn oder wie lange kennen Sie ihn schon? Ja, also wir haben früher zusammen Fußball gespielt, wir waren im gleichen Verein. Also ich fand eigentlich, er war ganz nett, aber na ja, was der mit seiner Familie so abgezogen hat, das war ja wohl unter aller Sau. Sie meinen, weil er die Familie vor 3 Jahren verlassen hat? Ne, erst klaut er 7.000 Euro, dann haut er mal eben so ab, kommt wieder und klaut nochmal Geld. Also. Ich habe aber diesmal nichts geklaut. Tja, und wo ist das Geld dann, bitteschön? Woher soll ich das wissen? Du hast es doch geklaut. Ey. Dann wirst du auch wissen, wo es ist. Erzähl nicht so ein Mist, ja? Ich habe noch nie deiner und jetzt ja wohl auch meiner Familie irgendeinen Schaden zugefügt, ja? Nein, ganz, noch nie. Ganz im Gegenteil, ja? Dank mir, ja? Gibt es das Geschäft überhaupt noch? Ach klar, dank dir haben meine Eltern das bald nicht mehr, weil du es dir unter den Nagel reißt. Ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass Sie der kaufmännische Leiter der Kartbahn geworden sind? Noch dazu, so kurz nach dem er verschwunden ist quasi. Ja, ich bin schon früher mit meinen Kumpels mal Kart fahren gegangen bei den Baumanns. Und naja, da habe ich schon so mitgekriegt, was bei denen so alles abgeht. Ne, und nach meinem BWL-Studium habe ich mich dann halt bei denen beworben. Was ist denn bei der Familie Baumann so alles abgegangen? Naja, als Kevin halt da nicht mal nach Hause gekommen ist, ja, da sind die total durchgedreht. Haben halt eine riesen Suchaktion gestartet, weil die dachten halt, der liegt irgendwo halbtot im Straßengraben. Aber Sie haben doch bestimmt auch recht schnell mitbekommen, dass mein Mandant Geld vom Konto seiner Eltern abgehoben hat, oder nicht? Ja, das schon, aber das bedeutet ja wohl nicht, dass ihm nicht zugestoßen sein könnte, oder? Ich meine, er hat ja nie irgendwann eine Nachricht geschickt, ja? Und ich meine, dass er in Australien am Strand liegt, da ist ja wohl keiner drauf gekommen. Ach, Gerhard, ich habe einen Fehler gemacht, ja. Aber dass du immer darauf rumreiten musst, halt doch mal einfach deinen Mund. Lass mich in Ruhe. Es musste ja wohl mal irgendwer vorhalten, was du für eine Riesenscheiße gebaut hast, ja? Wir sind so knapp, ja, am Ruin vorbeigeschrammt, ja? Wegen dir wäre fast die Kartbahn pleite gegangen, ja? Ach Gott. Ey, und du? Ja, nur alles dafür, dass du dir eine ruhige Zeit in Australien machen kannst. Schon klar. Und Sie waren dann sozusagen der Retter in der Not. Also allein der Umstand, dass mein Mandant 7.000 Euro da mitgenommen hat, das heißt noch lange nicht, dass die Firma durch diese 7.000 Euro, die dann fehlten, hier knapp am Ruin vorbeigeschrammt wäre. Ich habe das Gefühl, Sie übertreiben da ein wenig. Also das sehe ich anders. Naja, Sie müssen wissen, die 7.000 Euro hatte sich die Familie Baumann zur Seite gelegt, ja? Damit wir neue Karts anschaffen konnten. Weil bei uns im Landkreis hatte eine neue Kartbahn eröffnet und die war natürlich moderner und hatte mehr Karts. Tja. Und um konkurrenzfähig bleiben zu können, da hätten wir das Geld gebraucht. Und als dann die Kohle weg war, ja, Sie können sich wohl denken, was dann war, oder? Vielen Dank für dieses kleine BWL-Seminar. Tja, gelernt ist gelernt. Und tja, wie Sie jetzt gerade profitiert haben von meinem Wissen, von meinem Studium. So Sie sollten wirklich Kurse anbieten. Da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Ja, das werde ich vielleicht sogar mal tun. Und genauso hat nämlich auch die Familie von unserem Kevin hier profitiert. Und seitdem ich das Geschäft übernommen habe, da läuft es wie geschmiert. So, vielleicht kommen wir jetzt einfach mal zu Ihrem Aussagethema zurück. Genau. Wie war denn eigentlich so die Stimmung in der Familie Baumann, als der Angeklagte am 12. Juni wieder zurückgekommen ist aus Australien? Ja, also die Stimmung war eigentlich schon wieder ganz gut. Ja, auch Anna hatte sich beruhigt. Ne? Und als Kevin dann auf einmal an der Tür stand, ja, das hat uns schon ganz schön runtergezogen. Das heißt, man hatte sich schon damit abgefunden, dass ja, er nicht mehr also, kommt? Also, wenn es nach mir gegangen wäre, ja, also ganz im Ernst, ja, ich glaube, es wäre besser gewesen, Kevin wäre nicht zurückgekommen. Ja, besser für dich, weil du dann jetzt keine Angst um deinen Job haben müsstest, dass ich ihn dir wegnehme. Also, da kann ich nur drüber lachen. Dein Vater, ja, weiß genau, was er an mir hat, ja. Ich habe das Geschäft überhaupt erst wieder zum Rollen gebracht, ja. Also, ich brauche mir nur wirklich keine Sorgen machen. Außerdem hast du doch gesagt, dass du nicht bleiben wolltest. Das habe ich überhaupt nicht bleiben wollte. Ja, richtig. Wann hat er das gesagt? Ja, das kann ich Ihnen genau sagen. Der Angeklagte hat das genau einen Tag vorher gesagt, bevor er das Geld aus dem Safe genommen hat. Das ist totaler Schwachsinn.
Jo, er hat gesagt, ich bräuchte mir jetzt keine Sorgen um meinen Job machen, weil er hat eh keinen Bock, in die Kartbahn einzusteigen. Das stimmt doch überhaupt nicht. Ach. Mein Vater hat mir dasselbe im Job angeboten und ich wollte den Fehler wieder gut machen und mich da total reinhängen. Du, ja, hast sogar zu mir gesagt, du willst nur ein bisschen schnell Kohle abgreifen, ja, damit du schnell wieder abhauen kannst und die weite Welt erleben, ja? Komm, halt doch einfach deinen Mund. Herr Prillig, wo waren Sie eigentlich am 21. Juni gegen 2.30 Uhr, also zur Tatzeit? Ja, Sie? Ich war zu Hause in meiner Wohnung. Wieso? Alleine? Ja, alleine. Also ich bin ja wohl nur hier der Letzte, der irgendwie ein Alibi braucht, also. Das glauben Sie, Herr Prillig. Ja, das glaube ich aber auch. Wissen Sie, was ich glaube? Ja? Ich glaube, dass Sie das Geld aus dem Safe gestohlen und die Frau Zenk niedergeschlagen haben. Und wieso sollte ich sowas bitte tun? Weil Sie irgendwas gebraucht haben, was Sie meinem Mandanten unterschieben konnten, damit Sie ihn möglichst schnell wieder loswerden konnten. Also ich, ja. Ich habe überhaupt nichts getan. Ich bin auch kein Krimineller. Also, zu dem Stichpunkt halte ich Ihnen jetzt mal die Aussage der Zeugin Zenk vor. Die Frau Zenk hat nämlich vorhin gesagt, dass Sie gezwungen haben, nachts Ersatzteile von der Kartbahn zu stehlen, damit Sie die Ersatzteile dann auf dem Schwarzmarkt veräußern können. Also das ist ja wohl totaler Blödsinn. Ja? Warum sollte ich denn sowas Dämliches überhaupt machen? Ja? Ich meine, ich bin der Geschäftsführer von dem Laden. Ja? Also das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich habe nichts geklaut. Ja? Ich habe niemanden gezwungen, irgendwas zu klauen. Ja? Und ich habe auch niemanden niedergeschlagen. Gibt es denn noch weitere Fragen? Keine Fragen. Dann bleibt der Zeuge unvereidigt. Wolfgang Haller, bitteschön. Herzlichen Dank. Sie dürfen hinten Platz nehmen.